Hallöchen mit Öchen, willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs. Mein Name tut hier nichts zur Sache. Nein, doch, ich bin der Poppy, das Poppychen. Und habe hier tatsächlich schon mal so ein bisschen Chaos verursacht. Gucke, da brennt ein Auto. Ja, frag mich nicht, was ich gemacht habe. Ich habe nur mal auf den Knopf gedrückt und dann wurde die Ampel grün. Und dann kam das dabei raus. Tut mir leid. Aber ist halt so. Ja, die Frage, was machen wir? Ich gehe mal zurück in die Karte. Wir sind hier. Vendette. Ach, ein Geldautomat. Da kann ich mir Geld holen von den Leuten, die ich gemacht habe. Pass auf, wir machen mal einen fixen Auftrag hier. Fix einen Auftrag. Ist halt fix. Wofür steht fix? Für schnell? Schneller Auftrag? Oder liegt auch noch einer? Schneller Auftrag oder, einen statischen Auftrag. Einer, der da fix steht. Also, der da immer ist. So, wie der Fixstern oder sowas. Wie die Sonne zum Beispiel. Die steht ja auch immer da. My problem is my life. Nein. Scheiße. Ich stehe, glaube ich, zu dicht hier an dem... Weil beides ist nämlich Y. Einmal Y den Auftrag annehmen und einmal Y ins Auto steigen. Das Ziel ausschalten. Oh oh. Muss ich machen. Das Ziel ausschalten, ja schön. Hinfahren oder was? Macker, fahr mal hin, komm her. Zack. Usch. Los, rein. Oh, der hört sich ja schon mal lecker an, ne? Was lecker. Huch. Du fährst aber auch wie eine Sau, ey. Alter, gerade so eben die Kurve noch gekriegt. Aber jetzt hat er uns gesehen, ey. Scheiße, jetzt hat er uns gesehen. Guck dir an, es gibt da Gas, der Macker. Aber wir kriegen ne. Wohin? Baustelle. Geht nicht, zu spät geschalten. Ist auch scheiße. Ja, cool. Ich hab den war so eben überfahren, so 20 Mal hin und her. Ja, das war mein Job. Passt schon, ist schon voll in Ordnung. So, was machen wir jetzt? Noch ein Auftrag. Mal, wenn wir schon dabei sind, nehmen wir auch alles mit hier. Wenn wir schon mal dabei sind. Machen wir das doch. Looks like I'm after an abandoned getaway car. Cops will be running a search for it. I should ride back alleys and shortcuts. Schleichwege und Seitenstraßen benutzen, das ist doch wieder nix für mich. Alter, hallo? Na gut, besorgen. Dann wollen wir es uns mal besorgen. Cool. Ach, im Wagen verstecken mit B. So, und jetzt? Oh, Ja, genau. So viel zum Thema Schleichweg. Komm ich hier weiter? Komm ich gar nicht weiter. Ja, danke. So, komm her, machen wir einfach mal hier auf Zug. Wir sind die Eisenbahn. Husch, husch. Ja, der geht da ab wie Schmitz Katze hier, ey. Cool. Scheiße.
Oh, Alter! Alter, 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 ruhig! Ruhig, ruhig! Nein! Okay. Ich dachte, da geht's weiter. Scheiße. Dann halt nochmal, glaube ich. Müssen wir uns eine andere Taktik einfallen lassen. Also im Wasser verstecken geht schon mal nicht, haben wir rausgefunden. Es gibt ein anderes Auto. Ich verstehe die Frage gerade nicht, was ich hier so machen soll. Bin ich ja ganz ehrlich, ich fahre jetzt hier nur blöd durch die Gegend und versuche die Cops abzuschütteln. Aber das funktioniert irgendwie nicht, die sind ja echt hartnäckig. Ja, mach doch. Kratz mich jetzt hier auch nicht mehr. Ich hab schon einmal verkackt. Aber wie geht's jetzt weiter, ey? Oh, Kurve. Und nu? Wow. Alter, 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 oh, sorry, 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 fett. Voll fett, ey. Es tut mir echt leid, es tut mir wirklich leid. Das wollte ich nicht. Was macht man jetzt? Oh, scheiße. Vor allem, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Nein. Machen wir nicht. Stop, pull over. Ja. Okay. Stop where you are. Einfach nur stumpf entkommen sie den Cops. Stop the fucking vehicle. The fucking vehicle. Alter, was sind das für Worte? Böse Worte. Machen wir ihn jetzt. Halt mal an, halt mal nicht an. Ne, da sind schon die nächsten hier. Nein, nein, nicht schon. Nein, 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 nein. Alter, schon wieder Wasser. Ich habe nur Wasser gesehen, ey. Alter. Bleibt mir bloß vom Leib, Alter. Du willst hier nicht herkommen. Das willst du jetzt nicht. Leute, bleibt mir bloß vom Leib. Da unten zählt die Zeit runter. Unten rechts, seht ihr das? 13, noch 12, noch 10. Los, zack, zack. Im Wagen versteckt machen wir auch noch, komm. Bin versteckt jetzt. Mich sieht ja gar keiner. Hallo. Sie. Muss ich noch irgendwo hin? Nö. CTOS can't authorize initializing search for suspect now. Was macht er jetzt noch? Hallo? Watch all units. CTOS scan has located and marked suspect. Shit. Oh, Alter. Copy that. A high-powered patrol unit is en route to the suspect. Ich weiß gar nicht, wo ich hier hin soll. Ich glaube, das Auto ist verloren. Der Arsch ist ab. Ja, leuchte mal aus hier. Da dumm. Jetzt habe ich zwar die Cops abgeschüttelt, aber ich kam nicht mehr weiter. So eine Scheiße. Na gut. Eine Chance noch? Los, einen machen wir noch, komm. Wir geben ja nicht so schnell auf, ne?
Machen wir noch mal von vorne. So, den Cops entkommen. Handschuhfach geplündert. Elektroteile. Cool. Ups. Jetzt müssen wir mal versuchen, ob wir vielleicht mal so ein bisschen überlegt fahren können. Nein, will ich nicht. So, dann... Alter, das ist ja echt scheiße hier zu sehen. Wo geht's hier lang? Kommen die wieder hinterher? Ihr seid da echt lästiger als Motten. So, dann gucken wir mal nach, ob ihr auch Geisterfahrer könnt. Fum. Ja, können sie. Schade auch. Und nu? Wenigstens wird's wieder hell. Eben lese ich es noch vor, von wegen versteckte Wege und so. Und was mache ich jetzt nicht? Ich nehme versteckte Wege. Also ans Fahren hat man sich ja jetzt mittlerweile mal gewöhnt, aber es ist echt lästig, diese Cops hier abzuschütteln. Tschüss. Tja, komme ich da schon weiter oder ist da noch Feierabend? Ich bin wahrscheinlich jetzt aus meiner Karte raus hier. Oh. Komm, komm, komm. Den letzten Rest schaffst du jetzt auch noch. So, Männers, dann drehen wir hier einmal um. Welchen Übergabeort? Das ist mein Ziel. Fahre ich ja einmal komplett falsch. Dann drehen wir doch mal fix um. Und ich glaube, jetzt kommen die Hubschrauber wieder. Vom SWAT-Team. Da unten runter. Ja, los. Komm. Fahr. Vor sie eingedackelt kommen hier die Macker. Bisschen Chaos verbreiten. Ratzefatze. Also ihr seht, diese Nebenmissionen sind auch schon echt funny und tricky manchmal. Ich gebe es auch zu, ich habe eben, kurz bevor ich jetzt die Aufnahme hier gestartet habe, offline mal so ein bisschen ausprobiert, was kann dieses Spiel überhaupt? Weil ich habe hier wirklich keinen Plan, keinen Schimmer, kein nix. Aber da ich ja Ubisoft kenne, haben die immer irgendwelche Gimmicks und Tricks und sowas hier drin versteckt und verbaut. Und das ist halt immer so genial. Aber ich muss da hier irgendwie bestimmt rein. Ach, gucke. Oh. After the suspect.
Und wahrscheinlich sehen die mich jetzt hier drin und kriegen mich gleich. Also in GTA hat es zumindest funktioniert, sich im Gebäude zu verstecken. Dann weiß ich nicht, ob das hier auch funktioniert. Zumindest zählt die Uhr runter, das finde ich schon mal ganz cool. Ist ein ganz billiger Trick. Aber wenn er hilft, werden wir zumindest die Cops erstmal los. Der Hubschrauber ist noch da. Ja, lauf mal schön an mir vorbei hier. Noch 3, 2, 1, weg. Alter, sind die doof. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo ist das nächste Ziel? Da. Fahre ich jetzt einfach los? Du schießt jetzt nicht gleich, oder? Ich bin nicht aufgefallen. Du siehst mich gar nicht. Guten Tag, Herr Wachtmeister. Das ist bestimmt der Mutz, der hier langläuft. In diesem Sinne, Grüße an Mutz. So, tschüss, Herr und Frau Officer. So, dann wollen wir mal los zum Ziel. Uns mal so ein bisschen verpieseln hier. Sollen die doch da rumlaufen, die Vögel. Ist ja heute ein bisschen ruckelig, ne? Also ich habe festgestellt, dass in der PC-Version die Uplay-Server ein wenig kacke sind zurzeit. Das machst du nie normal. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Vielleicht hast du ja irgendeine andere Erfahrung gemacht. Ich würde mich freuen, wenn du es mal so ein bisschen in die Kommentare reinschreibst. Steht denn da drauf? Ich bin nicht sicher, ob es ernst ist. Nein, es ist Fritz. Flachwitz! Jetzt müsst ihr lachen. Ich hab's geschafft. Oh. 1000 Dollar Belohnung für ein schrottiges Auto, finde ich gut. Aber immerhin, Kohle. So, jetzt muss ich, glaube ich, erstmal gucken, dass ich von hier wieder wegkomme. Also, alter Schwede, du siehst, ich bin hier einmal quer über die Map gefahren. Da ist die nächste Mission. Ich glaube, da fahren wir jetzt nochmal hin. Oder was ist denn hier los? Was bitten du? Ein CTOS-System, da ist ein Turm. Den können wir aufknacken. Aber dazu soll ich das gleiche Auto wieder nehmen. Das ist zwar schrottig, das kannst du gar nicht nehmen. Kann. Wer es nicht kann, der kann es nicht. Nee, das kannst du gar nicht nehmen, das Auto. Das ist schon zu. Oh, hier nehmen wir mal so einen geilen Pickup-Truck. Hey, hi, ist das euer? Jetzt nicht mehr, es ist meiner. Ja, I'm sorry. Sag mal her, ich will mal gucken. Ja, der hört sich an wie ein Trecker, ey. So hat sich mein erstes Auto auch angehört, muss ich ja echt mal so sagen. Aber da hat der Auspuff gefehlt dann irgendwann, der ist einfach abgefallen. Aber die Hupen hören sich in diesem Spiel in jedem Auto gleich an. Es ist einfach so. Es bleibt einfach gleich. Hier, hör mal ab. Du fährst auf meiner Straße. Straße. So, jetzt gehen wir über die Brücke. Vor dem Beginn. Die Chicago Polizei sucht nach Leuten hinter dem heutigen verantwortlichen Datenraub. Okay. Muss sich warm anziehen, hat sie gesagt.
So zumindest die deutsche Übersetzung. So, ich glaube, das machen wir aber nochmal. Dieses CTOS-System, das versuchen wir uns jetzt nochmal anzulachen. Und dann... Guck mal, ich bin ein ordentlicher Bürger. Ich parke hier mitten auf der Straße. So, ich kann es jetzt hier irgendwo nicht so ganz deuten. Es muss doch hier irgendwie... irgendwas geben. Irgendeinen Hinweis muss es hier doch jetzt geben, wie ich an diesen Turm komme. Huch, ein Stoppschild. Es muss doch hier irgendwas geben, ey. Ich möchte gern diesen Turm haben. Ich möchte jetzt dieses CTOS-System knacken. Es muss doch irgendwie geben. Warum geht das nicht? Ah, guck mal. Ein Gabelstapler. Der fährt zumindest schon mal hoch, der Gabelstapler. Schwachstelle Gabelstapler. Okay. Da ist ein Lift. Ah. Du kannst wieder runter. Aber wie komme ich da jetzt rein? Da fährt dann nur wieder runter. Wie komme ich da jetzt rein? Ja, schön. Da kann er rüberklettern. Warum hier nicht? Ich möchte gerne da rein. Verbrechen erkannt. Dann nehmen wir das Verbrechen mit. Das ist das, was ich letztes Mal auf ganz kuriose Art und Weise geknackt habe. Selber! Sprichst denn du mit mir hier? So, irgendwo ist hier jetzt, glaube ich, wieder so eine Frau. So, das ist der Typ. Verbrechenswahrscheinlichkeit 21%. Potenziellen Verbrecher beschatten. Okay, klappt auch nicht. Ist mal wieder eine Fail-Folge, würde ich mal so sagen. Aber ich möchte hier echt noch... Ja, du mich auch. Ja, erzähl mal, wie komme ich denn da rüber? Ich will da rüber. Ist ja schön, dass der so hoch fährt. Kann ich denn hier irgendwie rein?
Peng, du bist tot, ich hab dich. Alter, ich hab die zündende Idee gehabt, wa? Manchmal bin ich ja doch etwas helle im Kopf, aber nur manchmal. Das war jetzt nicht helle. Ich muss ja da oben hoch, ne? Oh, bist du doof. Zeig mal her. Gehen wir hier nochmal hoch und da nochmal und nicht runterfallen jetzt. Und dann habe ich hier... Alter. War ja schon ein bisschen knifflig hier, die Mutti, ne? Denn jetzt kann ich durch die Tür durch. Und bin drin. Oder auch nicht? Doch. Und jetzt schalten wir diesen Turm frei und hacken ihn. Das CT-OS. Oder OS, nicht OS, CT-OS. Ja, CT-OS. Haben wir geknackt und jetzt haben wir etwas freigeschalten. Guck dir das an. Neue Sammelobjekte haben wir, neue Untersuchungshinweise verfügbar und ein neues Versteck. Ein neuer Bezirk freigeschalten. Verbrechen erkannt. Nee, das machen wir nicht. Das machen wir nächste Folge. Was ist das? Erinnerungen. Oh. Da wird's noch gefühlsduselig. Gut, dann danke ich dir jetzt erstmal fürs Zuschauen. Auch wenn diesmal eine langweilige Folge war zur Abwechslung. Nächste Folge gehen wir dann wieder in den Alarmruf, beziehungsweise machen die Mission, die Kampagne weiter. Wenn dir die Folge dennoch gefallen haben sollten, bin ich natürlich dankbar darüber, wenn du mir einen Daumen hoch gibst. Ansonsten durchhalten, nächste Folge geht's weiter. Danke fürs Zuschauen, ciao! Ja, in dieser Folge haben wir ja mal nun nicht die übliche Storyfahrt gesehen, sondern einfach mal so ein paar Nebenmissionen. Denn ich finde, dieses Spiel, das hat zu lange in der Entwicklung gesessen und wurde jetzt zu oft verschoben, als dass man einfach stumpf die Story durchspielt. Deswegen bin ich jetzt mal so ein bisschen in die Nebenmission reingegangen, einfach um zu schauen, was kann das Spiel überhaupt. Und das habe ich jetzt wie bei Assassin's Creed zum Beispiel, habe ich halt gesehen, es gibt so ein paar Sachen. Ob die jetzt nützlich sind, nachher, um das Endstadium zu erreichen oder nicht, weiß ich natürlich nicht. Aber nächste Folge, verspreche ich euch, geht's mit der Story weiter. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ciao!